Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Ja, meine Lieben, ich bin heute mal wieder früh dran. Ich bin auf dem Account vom Ford X und ich habe ihn extra gefragt, wie spricht man eigentlich deinen Namen aus? Ich habe dahinter irgendeinen bekannten Namen vermutet. Hätte ja sein können, ja, dass man den halt auf eine bestimmte Art und Weise aussprechen muss. Und der Ford X hat mir gesagt, nein, den musste einfach nur mit Leidenschaft und viel Amore aussprechen. Und ja, mein lieber Patrick, ich denke mal, dass ich dich auch Patrick nennen darf. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Und ja, wir sind heute auf seinem Account. Ihr seht es ja auch schon, 39.000 Gems hat er hier am Start. Die hat er sich mehr oder weniger zusammengespart. Der hat sich ein Paket neulich gekauft, und zwar, wo es den Anubis für 15,99 Euro gab. Und da hat er dann, ich glaube, das müssten irgendwas um die 4.000 Gems gewesen sein, die er dazu bekommen hat. Und ja, deswegen sind es natürlich dann nicht mehr ganz Free-to-Play-Gems. Aber den größten Teil hat er sich hier angespart. Warum ich so früh dran bin, er hat mich gestern schon angeschrieben, leider bin ich gestern sehr, sehr früh eingeschlafen. Falls jemand das Video aus meiner Lava-Gruppe sehen sollte, ja, dann möchte ich mich nochmal hiermit aufrichtig bei euch entschuldigen, dass ihr auf mich gewartet habt und die Lava auch nicht gespielt habt. Wie gesagt, tut mir wirklich leid. Und ja, deswegen habe ich gesagt, pass auf, ich mache das jetzt nochmal hier am Morgen. Das heißt, wir nehmen dieses Event noch mit. 45 Minuten geht das noch. Und wir schauen auch mal auf die Schnelle in seinen Heldenaltar rein. Also dem Ford X, sage ich jetzt einfach mal dem Patrick, fehlen hier noch einige tolle Helden. Die Mahatma fehlt ihm, der Asura fehlt ihm, Raijin, Professorin Quack, Hüterin, Espirita und die Schöpfung. Er hat natürlich hier einige tolle Helden am Start. Ja, aber wie gesagt, diese Helden fehlen ihm. Einige Kopien von der Rose, von dem Anubis, weil er die gerne noch hochziehen möchte. Und ja, wir werden natürlich versuchen, hier heute an diese Helden zu kommen. Wir werfen auch noch mal einen kurzen Blick hier in sein Lagerhaus. Er hat hier einige Gems am Start. Splitterpakete, beziehungsweise nicht Gems, sondern Splitter. Ja, es ist noch recht früh, obwohl ich eigentlich schon sehr lange wach bin. Wie gesagt, er hat hier einige Splitter am Start. Die ist er am Sparen. Ich denke mal für die neuen Helden. Hier auch noch ganz viele blaue Kristalle. Unten hat er noch einige Kopien, hier eine Valla-Kopie, Athene und so weiter. Ja, meine Lieben, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt auch direkt mal beginnen. Wie gesagt, 39.000 Gems werden wir hier jetzt nutzen. Und ja, mein lieber Patrick, mein lieber Ford X, ich drücke dir natürlich jetzt hier ganz, ganz fest die Daumen, dass wir hier einige deiner Helden heute bekommen. Also, wir fangen mal mit dem Gratis-Roll an. Na, leider nichts, aber wir machen direkt mal weiter mit einem 450er, mit einem Dreier-Roll, okay, dreimal blau, wieder dreimal blau. So, ich hoffe natürlich, dass du hier Glück haben wirst. Ja, die Hüterin, die würde sich natürlich hier auf deinem Account sehr, sehr gut machen. Hier haben wir schon mal einen Baum. Und nicht nur die Hüterin, ja, ich wollte gerade schon sagen, der Raijin, aber es war dann doch nur der Rudolf. Raijin ist natürlich auch sehr, sehr stark. Das ist auch noch der Held, der mir fehlt in meiner Sammlung. Den warte ich ja auch schon die ganze Zeit. Und ja, jetzt haben wir hier wieder dreimal blau, einmal grün. Bis jetzt wirklich noch nichts Gutes. Der erste Gala-Champion, wieder dreimal blau. Kürbisherzog, den hat er natürlich schon, den brauchen wir nicht. So, wieder ein Gala-Champion, zweimal blau. So, ich schaue noch mal kurz in dieses Event rein. Ich denke mal, dass wir hier auch noch mal sehen können. Also einmal die Kürbishexe haben wir ja nicht gehabt. Grimm haben wir auch nicht gehabt, Rockno nicht. Asura, wenn wir diese Helden bekommen, dann können wir uns natürlich noch hier diese tollen Dinge abholen. Aber ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn dieses Event läuft, dass genau diese Helden dann nicht kommen. Ja, es kommt natürlich selten mal einer von diesen Helden, aber meine Erfahrung ist, dass man auf diese Helden dann wartet. Eine Rose, die Rose hast du schon gehabt, leider, aber immerhin ist es natürlich eine tolle Heldin. Hier haben wir einen Michael, wieder dreimal blau. Ja, bis jetzt noch nicht das, was er sich gewünscht hat. Ich hoffe, ja, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass wir hier ja eine Hüterin, eine Mahatma, einen Raijin oder halt die anderen fehlenden Helden bekommen. Zumindest einen von denen. Hier haben wir wieder einen Michael zum zweiten Mal. Dreimal blau. Ein Rudolf auch zum zweiten Mal. Ja, die Ausbeute ist ja nicht schlecht, aber es sind ja nicht die Helden, die wir brauchen. Dann haben wir einen Wiedergänger.
mach mal ein paar Einer. Wo sind wir eigentlich? Bei 23.000 Gems. Okay, ein bisschen was haben wir noch. Ein Schädelkrieger. Na, machen wir wieder einen Dreier. Wieder ein Gala-Champion. Komm, gib uns eine Hüterin. Raijin. Paladin. Ne, den wollen wir natürlich hier nicht sehen. Henker. Ja. Ein Todesritter und ein Grimm. Ja, zumindest haben wir hier schon mal einen Grimm. Das heißt, wir können uns hier in dem Event schon mal ja, die Skins oder den Skin hier abholen. 50 Stück. Das heißt, du hast jetzt einen Skin für den Grimm. Was ich auch noch nicht gesagt habe, sollte es hier bei mir zu Nebengeräuschen kommen. Bei mir sind die Gärtner vor der Tür und der läuft hier schon wirklich seit einer Stunde mit seiner Motorsäge rum. Mein ganzes Zimmer, meine ganze Wohnung riecht hier nach Diesel. Und ja, falls ihr diese Motorsäge hören solltet, dann ist es kein schlechter Film. Es ist einfach nur der Gärtner, der hier rumläuft. So, komm, dreimal blau. Es soll natürlich nicht nur bei dem Grimm hier bleiben. Wäre echt schade, ne, wenn wir hier wirklich nicht irgendwie, ja, nicht wieder ein Orksman. Gib uns jetzt mal einen Held, den er noch nicht hat. 15.000 Gems. Wir kommen hier langsam zum Ende. Wieder ein Baum, auch den zum zweiten Mal. Nimmer hat's mal. Also, er hat zumindest schon mal eine Heldin, die er sich auch gewünscht hat. Ja, es ist jetzt schon mal die Mahatma. Ich würde vorschlagen, dass wir die Gute auch direkt mal aufmachen, damit wir mal sehen, was für ein Talent sie hat. Also, zumindest gehen wir hier nicht ganz leer aus. Wir haben eine Mahatma, wir haben den Grimm, sodass er auch ja, den Skin jetzt hat. Auch wenn es natürlich jetzt kein Held ist, den man ja, unbedingt noch braucht. Aber zumindest haben wir hier etwas mitnehmen können. Also, Mahatma. Einen übrig benutzen wir natürlich. Und dann schauen wir mal, was für ein Talent die Gute hat. Bin ich mal gespannt. So, einmal ganz nach hinten. Wo ist die Gute? Mahatma. Okay, zumindest hat sie schon mal ein Erleuchten, auch wenn es nur ein Einer-Erleuchten ist. Aber zumindest hat sie schon mal die 20%, die wir hier natürlich beim Leveln mitnehmen. So, jetzt noch ein Raijin oder eine Hüterin. Die Hüterin wäre natürlich sehr, sehr stark. Also dann wäre ich hier auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Drei blaue. Ein Eros. Ein Donnergott. Okay. Asura. Habe ich den vorhin genannt? Ein Asura hat er natürlich auch nicht gehabt. Richtig geil. Jetzt haben wir ja natürlich schon einen zweiten Held. Ja, er hat, glaube ich, nicht gesagt, dass er sich den unbedingt wünscht. Aber hey, du hast einen Asura und eine Mahatma. Ich guck mal, wie viel Gems wir noch haben. 11.000. Ja, wir haben hier noch einiges vor uns. Natürlich werden wir den Asura jetzt auch auf die Schnelle mal öffnen, bevor der Mann mit der Motorsäge kommt. Ich will hier auf jeden Fall ganz schnell zum Ende kommen. Wo ist der Gute? Hier hinten ist er. Benutzen. Also, dann haben wir einen Asura und eine Mahatma. Jetzt noch eine Hüterin. Alter, wäre das geil. Ich denke mal, dass er sich dann auf jeden Fall auch freuen würde. Asura, was hat der Gute? Ein Fünfer Bersi. Ja, ist natürlich jetzt auch nicht das passende Talent für den, aber es ist zumindest erstmal ein Fünfer Bersi. So, wir machen jetzt auch mal auf die Schnelle weiter. Mit einem 450er, mit einem Dreier-Roll haben wir schon mal einen Waller. Okay, eine Kopie, ein Imhotep. Ich glaube, die Einer, die laufen heute gar nicht mal so schlecht. 10.000 Gems haben wir noch. Ich mache mal kurz weiter in der Hoffnung, dass hier eventuell noch... Na, ah, machen wir mal wieder einen Dreier. Dreimal blau. Komm her, gib uns noch die Hüterin. Die Hüterin würde ich hier noch sehr, sehr gerne mitnehmen. Aber ich denke mal, dass dieses System natürlich erkennt, hey, die Mahatma hast du nicht gehabt, den Asura hast du nicht gehabt. Und ja, dass ich das System dann sagt, pass auf, das soll auf jeden Fall erstmal für heute reichen. So, 5.000 Gems haben wir noch. Wir geben die Hoffnung natürlich nicht auf. Nämlich Tessa und Drakax. Hat er natürlich beide gehabt, aber immerhin. Schade, Mensch, das hätte doch jetzt ein Raijin sein können oder die Hüterin. Ich schaue immer oben auf die Gems, wie viele Gems wir noch haben. Deswegen hört ihr kurz nichts von mir. So, wir haben noch 3.000 Gems. Noch ein Dreier-Roll. Ich schmeiß noch direkt mal einen hinterher, noch ein paar Einer. Ja, ich denke mal, dass das jetzt hier auch... Ja, nicht ganz. Todesritter, schade. 900 oder wie viel sind das? 800. So, dann machen wir noch ein paar Einer. 300 sollen wir ihn übrig lassen. So, jetzt haben wir 418 und ich denke mal, dass das dann auch an dieser Stelle reichen soll. Also, wir haben den Skin für den Grimm bekommen. Und dann haben wir hier unseren
Asura bekommen, die Mahatma bekommen. Also ich denke mal, klar, es hätte natürlich besser laufen können. Eine Hüterin wäre natürlich sehr, sehr stark gewesen. Ja, oder ein Raijin. Aber Mahatma und Asura, denke ich mal, ist doch auch nicht ganz verkehrt. Also meine Lieben, dann möchte ich jetzt hier auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, dass euch dieses Video wie immer gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Bei dir, mein lieber FortX, möchte ich mich natürlich nochmal hier am Ende für dein Vertrauen bedanken und ja, wünsche dir natürlich viel Spaß mit deinen neuen Helden. Die Mahatma, die kann auf jeden Fall was. Und ja, euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann wie immer in dem nächsten Video. Bis dahin.